Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Video in unserer achteiligen Serie mit Resilienz erfolgreich durch die Krise. Mein Name ist Stefan Spieker und das heutige Thema ist Akzeptanz bzw. rechne mit dem Schlimmsten. So, wenn du das erste Video gesehen hast, wirst du dich vielleicht jetzt fragen, hä, wie, rechne mit dem Schlimmsten? Er hat doch vorher was von erzählt von Lösungsfokus und Chancen sehen und nicht auf Probleme schauen und jetzt soll ich plötzlich mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, genau, weil unser Gehirn ist natürlich nicht ganz blöde. Und wenn du jetzt deinem Gehirn einredest, schau nur auf die Lösungen, schau nur auf die Chancen, guck nur kurz auf die Probleme, wird das Gehirn immer wieder sagen, ich habe aber Angst, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Also es kommt immer letztendlich da unten in deinem limbischen System, da wo die Emotionen sitzen, das emotionale Erfahrungsgedächtnis sitzt, kommt immer dieses, ja aber, pass auf, ne? So einfach ist das nicht. Und deswegen dieses zweite Video mit dem Thema Akzeptanz, rechne mit dem Schlimmsten. Diese Strategie kommt von Dale Carnegie und der hat eine sogenannte Situations- und Szenarioanalyse entworfen. Bevor du nach vorne schaust, stelle dich erstmal deinen Monster und rechne mit dem Schlimmsten. Das heißt, was wäre das Schlimmste, was dir in dieser Krise jetzt passieren kann? So, das ist erstmal unangenehm, da hinzuschauen, was kann denn alles passieren? Was aber die meisten Menschen merken, wenn sie wirklich mal hinschauen, also wirklich hinschauen und nicht nur hindenken, sondern auch rein spüren, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, dann stellst du fest, in der Regel, dass das auch gar nicht so schlimm ist. Dass man damit irgendwie auch leben kann. Ne, dass du auch letztendlich da rausgehst und zwar nicht groß laut Hurra schreist, aber dass es auch eine Situation ist, die dich nicht komplett aus der Bahn wirft. Ne? Also rechne mit dem Schlimmsten heißt, wir stellen uns dem Worst-Case-Szenario, wir stellen uns unseren inneren Monstern, die uns Angst machen. Und in dem Moment, wo wir da hinschauen, wo wir uns ihnen stellen, werden sie immer kleiner. Und das führt letztendlich dazu, dass wir die aktuelle Situation viel, viel besser einschätzen können, beziehungsweise viel, viel besser akzeptieren können. Und darum geht es im Kern. Es geht um Akzeptanz, dass du überall hinschaust, wo es hinzuschauen gilt und nicht irgendwelche Aspekte dieser aktuellen Situation, dieser Krise beiseite schiebst. Sagst, da will ich nicht hingucken. Das ist so eine Ecke, da will ich gar nicht sauber machen. Also überall hinschauen, Methode, rechne mit dem Schlimmsten, schau dir das Worst-Case-Szenario an. So, wenn du das gemacht hast, überlegst du dir als nächstes, was wäre denn ein erster Schritt, damit dieses Worst-Case-Szenario gar nicht eintritt? Was kann ich tun, damit ein anderes Szenario wahrscheinlicher wird? Und das Szenario, was wahrscheinlicher wird, wäre so das realistische Szenario. Und das ist tatsächlich auch das, was den meisten Menschen tatsächlich in so einer Krise passiert. Ne? Beziehungsweise was sie dann auch erleben, was sie umsetzen werden. Also was wäre, zweite Frage, ein realistisches Szenario? Wie kommst du durch diese Krise durch und wie kommst du aus ihr heraus? So, da merkst du dann schon, dass sich das deutlich angenehmer anfühlt, dass es auch mehr Lust macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt setzt du noch einen oben drauf, nämlich jetzt fragst du dich als nächstes, Schritt Nummer 3, was wäre denn so ein Best-Case-Szenario? Also was wäre denn das, wo du sagst, hey, wenn alles super läuft, wenn ich die Chancen jetzt nutze, die da sind, dann kann am Ende sogar das und das dabei rauskommen und dann kann ich aus dieser Krise als Gewinner rausgehen. So, und das machst du dir dann zum Vorsatz. Das ist dein Ziel. Zu sagen, ich möchte aus dieser Krise als Gewinner rausgehen. Ich werde aus dieser Krise als Gewinner rausgehen. Wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, dass du sozusagen die Dämonen, die Monster, dass du ihnen mal in die Augen geschaut hast. Na, dass du mit ihnen gesprochen hast, dass du sie gefragt hast und dass du dir überlegt hast, was kannst du tun, damit das nicht passiert, aber du hast hingeschaut und damit sind auch deine Ängste deutlich stärker reduziert, weil du weißt, im schlimmsten Fall kann ich auch damit umgehen. Ich komme auch mit dem Worst-Case-Szenario klar, auch wenn es mir nicht gerade Spaß machen würde, keine Frage. Genau, das also zum Thema Akzeptanz. Jetzt ist vielleicht deine Frage, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich mir so ein Best-Case-Szenario überlegt, was passieren könnte. Wie komme ich denn da hin?
Das wäre natürlich gut, ne? Wenn man so wüsste, gibt es so eine Art Fahrplan, ne? Wo man sagt, so, oder so ein Kochrezept, mach erst das, dann das, dann das und am Ende hast du dein Best-Case-Szenario realisiert. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil sonst würde es ja jeder machen. Aber was auf jeden Fall hilft, ist, dass du dich fragst, was wäre denn ein erster Schritt? Weil häufig ist es so, dass man sich nicht traut, diesen ersten Schritt zu machen und dass man so in seiner Komfortzone bleibt und dass man letztendlich oft so in so einen reaktiven Modus kommt und auf Situationsveränderungen reagiert. Aber wenn du dein Best-Case-Szenario erreichen möchtest, wenn du zu den Gewinnern zählen möchtest, dann ist es wichtig, dass du aktiv bist, dass du dir überlegst, da will ich hin und genauso wie wenn ich auf einen Berg steigen möchte, da oben will ich hin. So, jetzt kannst du dich hinsetzen und warten, bis der Gipfel zu dir kommt, kannst aber lange warten. Ne? Also man muss schon sagen, okay, Rucksack aufsetzen, Bergschuhe schnüren und auf geht's. Ne? Und auch hier, was ist der erste Schritt, beziehungsweise was ist die erste Etappe? Ne? Vielleicht schläft man nochmal irgendwo in der Hütte und am nächsten Tag kommt die zweite Etappe. So, wie kommst du zu diesem ersten Schritt? Nun, du kannst jetzt anfangen nachzudenken, zu grübeln, was könnte denn so ein erster Schritt sein? Ist eine Strategie, hilft. Was aber noch viel mehr hilft, ist nachzudenken und nachzuspüren. Also in das Gefühl reinzugehen, so, worauf habe ich denn Lust? Was könnte ich jetzt machen? Was spricht mich an? Na, also diese klassische Frage nach Kopf- und Bauchgefühl, ne, dass beide letztendlich Ja sagen. Und wenn dir das gelingt, dass du sowohl einen starken Impuls hast aus dem Inneren heraus, aus dem Bauch heraus, zu sagen, das will ich jetzt machen, da habe ich Lust drauf und es macht auch Sinn, das ist auch logisch, dann bist du super unterwegs. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass du deine Ziele erreichen kannst. Eine Methode, wie du Zugang finden kannst zu deiner inneren Stimme, zu deinem Bauchgefühl, ist, indem du Kontakt aufnimmst mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner Intuition. So, wie du das machen kannst, es gibt Methoden, wie man das selber tun kann, also Menschen, die da schon, sag ich mal, Erfahrungen haben oder die insgesamt einen guten Kontakt zu sich selber haben, die kriegen das selber hin. Wenn du jetzt so jemand bist, der sagst, ich bin häufig eher so im Kopf unterwegs und so das mit dem Bauchgefühl, das, ja, ich finde das, fänd das schon gut, aber ich merke da, na, da komme ich irgendwie nicht so richtig dran, diese Intuition. Ich kann dir da gerne helfen. Es gibt eine Methode, die nennt sich Reading, wo ich für dich in deinem Unterbewusstsein lesen kann. Das Ganze geht auch per Skype zum Beispiel, also es geht auch per Telefon. Überhaupt kein Problem. Das ist sogar häufig sogar günstiger, als wenn man sich persönlich trifft. Wenn du sagst, das interessiert mich, das finde ich cool. Ne? Also was wäre aus meinem Unterbewusstsein heraus ein erster Schritt in Richtung einer besseren Zukunft? Oder auch wenn du dein Unterbewusstsein fragen möchtest, ja, was ist denn überhaupt so mein Best-Case-Szenario? Was ist denn das, was ich wirklich will in dieser Krise? Na, also, und mal abgesehen davon muss es nicht nur in der Krise sein. Es kann natürlich in jeder Situation hilfreich sein zu wissen, ja, was will eigentlich mein Unterbewusstsein? Was sagt mir meine innere Stimme? Genau, also wenn du Lust dazu hast, geh mal auf diese Webseite und dort findest du alles zum Thema Reading, Lesen im Unterbewusstsein. Gut, also das soweit zum Thema Akzeptanz. Kurzer Ausblick noch auf das dritte Video. Im dritten Video geht es um dein persönliches Krisentalent und um Optimismus. Ja, das ist eine ganz wichtige Ressource und ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Also zu schauen, was habe ich alles schon geschafft? Welche Stärken, welche Kompetenzen, welche Talente haben mir dabei geholfen, diese letzten Krisen in meinem Leben zu bewältigen? Und das ist die Quelle für Optimismus und Zuversicht bezüglich der Gegenwart und der Zukunft in deinem Leben.